Hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder, die Susanne von Bullenhutart. Ehrlich gesagt habe ich nicht gedacht, dass ich nochmal die Zeit finde und bei einem Prompt mitmachen kann. Weil bei uns ist einiges drunter und drüber gelaufen und ja, mit Krankheit und mit allem Möglichen. Aber jetzt scheint alles wieder auf einem guten Weg zu sein. Und ich bin gerade froh, dass ich heute Abend, dass ich es geschafft habe, in mein Bastelzimmer zu kommen. Und ich hoffe auch, dass ich das Video bis morgen fertig habe. Morgen am 24., also an Weihnachten, steht Büroklammer und Stoff auf dem Programm bei Luise und bei Barbara. Die haben sich so viel Arbeit gemacht mit den ganzen Prompts und mit zwei Videos pro Tag, die mir hin angucken dürfen. Gell, Wahnsinn. Ja. Und jeder durfte mitmachen und ich habe ganz viele tolle Sachen gesehen. Und ja, jetzt möchte ich da nochmal mitmachen. Und da mache ich jetzt ein Herzle davor. Da mache ich jetzt nochmal mit. Genau. Ja. Und es ist schon wieder Weihnachtspost gekommen bei mir. Also schon, das ist, ja, also fast jeden Tag kommt bei mir was an und ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Wunderschöne Karte habe ich bekommen. Und ja, ich möchte euch tausendmal Dankeschön sagen. Und wie gesagt, ich werde da alles aufheben und aufbewahren und ich freue mich sehr dran. Und da sind jetzt ein paar Sachen dabei gewesen. Da habe ich gedacht, da könnte ich tatsächlich heute was mit anfangen für diesen Prompt. Und zwar habe ich von der Maya, die habe ich schon länger die Post, ein paar wunderschöne Papiere bekommen. Das ist hier drunter. Schaut mal. Also richtig besondere Sache. Also das habe ich bis jetzt gehütet wie ein Schatz und auch ganz schöne alte Buchseite und so in Französisch und wunderschön. Unter anderem auch das hier. Das ist ein kleines Täschchen gewesen. Und sie hat mir da ein paar besondere Büroklammern geschickt. Sie hat gesagt, mit denen kann sie in ihrem echten Büro nichts anfangen. Die hat sie irgendwo bestellt. Und jetzt hat sie so viele und hat sie mir da welche eingepackt. Und schaut mal, wie die aussehen. Wie ein Kleiderbügel. Und jetzt dachte ich, okay, heute Büroklammer ist ja heute auf dem Plan. Also habe ich mich an dieses Happy Mail erinnert und dass da so tolle Büroklammern drin waren unter anderem. Und darum kommen die heute zum Einsatz. So, das lege ich jetzt wieder auf die Seite. Vielen, vielen Dank nochmal, Maya, dafür. Dann ist heute noch dieses gekommen von der Monika. Vielen Dank, Monika. Sehr, sehr lieb von dir, was du mir da alles eingepackt hast. Unter anderem dieses kleine Täschchen. Da kann man so ein Einkaufschip da reinmachen und dann das Ganze an der Schlüsselbund hängen. Das ist handgemacht. Also ich glaube, die Monika macht solche Sachen. Also voll süß. Und auch da habe ich gedacht, sowas in der Art könnte man aus Stoff machen und tatsächlich dann statt an so einen Ring eine Büroklammer hinnähen. Also das habe ich mal jetzt so alles im Kopf. Das ist mir alles jetzt heute so durch den Kopf gegangen, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, was ich machen könnte. Und ja, da hat sie noch so eine wunderschöne Karte dazu gebastelt und einen Brief dazu geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Also ja, ihr seid wirklich die tollste Abonnente, die man sich wünschen kann. Und die Gabi hat mir auch noch ein ganzes großes Paket geschickt oder so ein Umschlag halt. Da hat sie mir so ein paar schöne solche Blumen. Was sage ich jetzt? Das dachte ich nämlich auch, das ist doch auch mega toll. Das kann man ja auch an so eine Büroklammer hinnähen. Gefällt mir sehr gut. Will ich da nachher direkt mal probieren und ich werde wahrscheinlich direkt eins von denen hier nutzen. Und dahinter sind so ein paar Doilies drin gewesen und so eine Tasche hat sie mir da gemacht. Dann das kleinste Junk Journal der Welt halbwegs. Also für mich zumindest mal ganz süß. Mit, also richtig, da gucke noch ein Tag drin. Ganz goldig gemacht.
Und noch mal so eins, das ist dann die große Schwester jetzt davon. Auch mit allem drum und dran, da mit so Tuckspot und allem mögliche, eine Tasche da oben. Ganz, ganz goldig. Vielen, vielen Dank. So süß. Ja, und da hat sie noch, ich habe das jetzt da reingemacht, da hat sie ein Täschchen gemacht mit so einem Druckknopf, richtiger Druckknopf. Und ich habe die jetzt da reingemacht, da hat sie nämlich ganz viele, das habe ich auch bei uns in der Facebook-Gruppe gesehen, solche Knöpfe gemacht aus verschiedenen Papieren. Und ja, da hat sie mir eine ganze Auswahl noch dazu geschickt, die habe ich jetzt hier reingemacht. Dann sind die gut aufbewahrt. Und was sie auch noch gemacht hat, Moment, jetzt kriege ich der Druckknopf nicht so durchgeht. Die da, der hat es leider nicht überlebt. Der kam so an, es tut mir leid. Ja, ich probiere den mal irgendwo, wenn ich noch die zweite Hälfte finde. Die hat sich jetzt gerade versteckt, vorher war sie noch da. Die werde ich noch finden. Also da hat es leider das Knöpfle verrissen. Keine Ahnung, vielleicht weil es so kalt ist im Schwarzwald. Ich habe keine Ahnung, aber das ist auch ganz toll. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen spitze dran. Ein Stoff ist dabei mit Papier, ein Knopf und ist doch toll. Sowas könnte man ja auch mit einer Büroklammer verheiraten. Und dann irgendwo von außen an die Seite stecke. Also das sind schon mal, das hat mich jetzt heute Abend so alles inspiriert. Und da ist so eine schöne Karte dabei. Seht ihr? Da hat sie auch eine Büroklammer gemacht, die hat sie dekoriert. Ja, das ist aber allerdings halt jetzt kein Stoff, aber trotzdem eine ganz süße Büroklammer. Gell? Und so eine Karte dabei. Und eine Weihnachtskarte noch dabei. Also vielen Dank. Ah, und den Umschlag, den finde ich auch toll. Das ist aus einer, ach, da ist die andere Hälfte zu rauskommen. Aus einem Kreuzworträtsel, finde ich mega toll. Hat sie bearbeitet mit verschiedenen Farben, dann noch was draufgeklebt und innen ist da so Gold und Hörner. Oh, ich könnte das ewig anhören. Also das kommt auf jeden Fall, wird das irgendwo mal bei mir verbaut. Das ist eins, was sicher ist. Aber jetzt muss es mal auf die Seite wandern, weil wir fangen jetzt an. Also ich habe jetzt so viel durch eure Geschenke da so viel Ideen gefunden. Das lassen wir jetzt gerade mal draußen. Sowas können wir mal umsetzen. Und sowas in der Art wollen wir umsetzen heute Abend. Ja, tun wir das mal links ablegen, dass wir da Platz haben. Halbe Knöpfe lege ich jetzt mal in den Nuss. Das probiere ich zu reparieren. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, aber vielleicht. So, und jetzt geht's los. Also, ich fange mal mit dem an. Das scheint mir jetzt mal zuerst einfacher zu sein. Also, so was machen wir jetzt in der Art nach. Stoff habe ich da noch liegen vom letzten Mal. Ich bin noch nicht zum Aufräumen gekommen. Wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt. Aber mit einem Stöffchen können wir loslegen und ich möchte es relativ klein und schnuckelig halten. Darum reißen wir das mal. Machen wir vielleicht gleich zwei. Schauen wir mal. So, und jetzt kommt da was drauf, was nett aussieht. Was immer gut aussieht, ist natürlich ein Stück Spitze. Das wissen wir schon. Da holen wir gerade mal was da dazu. Spitze, oder da habe ich doch solche schöne Bänder bekommen, auch in einem Happy Mail. Da könnten wir vielleicht da auch was dazu nehmen. Und da haben wir noch ein bisschen von dem zarten Spitzestöffchen. So. Und Knöpfe haben wir natürlich auch immer. Da habe ich so meine besondere Knöpfle drin. Also ich bilde mir ein, das sind besondere Knöpfle, ich weiß auch nicht. Das ist halt so. Ja, da gucken wir dann nachher mal. So, jetzt machen wir da ein bisschen, da gucken wir nachher rein. Ein bisschen Papier drunter, finde ich auch, hat sie auch gemacht. Also die da, die muss ich noch ein bisschen hüten. Die streichle ich bald jeden Abend. Das geht noch nicht. Aber da haben wir so schönes altes Plattdeutsch ist es. Okay. Ich kann kein Plattdeutsch, aber das Papier ist toll. Darum
Nehmen wir mal da eine Seite runter, weil das ist schon so schön. Sehen wir, es hat schon so eine schöne Farbe. Würde man sagen. Wir fackeln gar nicht lang rum. Dann nehmen wir da was runter. Und ich mag diese Schrift. Oh, das ist aber ganz alt. Das merkt man, wenn man so reißt. Wenn das so problemlos zu reißen geht, dann wissen wir, oh, das ist sehr alt. Das machen wir noch ein bisschen kleiner. Muss mal gerade gucken. Ja, ein bisschen schmaler. So, ja. Und ein ganz kleines Stückchen von irgendwas, was farbig ist, wie auch immer. Ja, das so zusammenlegen, das müssen wir jetzt mal gucken. Das da möchte ich ein bisschen distressen, natürlich. Das muss so ein bisschen den Rand, dass da ein bisschen mehr auffällt. Das ist wirklich ein ganz, ganz zartes Papierle. Uiuiui, ich hoffe, es überlebt. Ich will es trotzdem so ein bisschen knicken. Oh ja, es reißt schon. Hoppla. Müssen wir echt aufpassen. Und das ist ein ganz süßes Stöffchen. Das macht so richtig Bäm von der Farbe her. Jetzt gucken wir uns mal die Büroklammer an, wie wir das da festmachen können. Ich denke, ich gehe einfach da durch den unteren Schlitz mit unserem Stöffchen da einmal durch, wenn es da reinpasst. Ja, passt. Jetzt klappe ich es um. Und ich mache es mal jetzt kurz mit ein bisschen Klebstoff fest. Je, da stand schon wieder ein paar Tage Ofen rum. Machen wir mal das Kipple da oben weg. So. Mit ganz wenig Klebstoff machen wir das jetzt da fest. Ich denke, ich nähe das nachher noch ein bisschen fest. Also da habe ich dann einfach ein sichereres Gefühl. Aber so ist es schon jetzt befestigt. Ne? So, dann machen wir jetzt einfach ein bisschen schöner Wohnen drauf. Ich glaube, ich mache das kürzer. So. Die da ist also toll. Kann man gerade so Stücke runterreißen, die ist so alt und so dünn. Ja, kann man gerade so ein Stück sich runternehmen. Das möchte ich hier. Das darf nicht mitmachen. Jetzt kann der Spaß losgehen. Ich werde jetzt erstmal zur Sicherheit da oben einmal mit so einem Hoch-Runter-Stich, keine Ahnung wie der heißt, einmal die Büroklammer mit dem Stoff verbinden. Und das darf man auch wirklich sehr, ich mag das, wenn man das sieht, dass da was passiert ist. Jetzt gehe ich genau da wieder zurück. Ich probiere jetzt quasi immer da rauszukommen, dass es so eine Linie gibt. Kann es jetzt schlecht erklären, aber ich hoffe, ihr seht das. So, das haben wir jetzt fest. Nicht schön, aber selten. Das kennen wir ja schon so. So. Ich klebe das aber ein bisschen jetzt fest. Tatsächlich. Eine kleine Schicht Uhu da drauf. Also das Papier darf mitmachen. So. Dann das blaue Stöffel, das mache ich jetzt ein bisschen da daneben. Das lasse ich jetzt auch so doppelt. Das legen wir jetzt drauf, das wird festgenäht. Und das auch. Mal gucken, wie rum. So. Und jetzt
Ich glaube, das schneide ich hinter gerade mal ab und fange dann an einer neuen Stelle an. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Ich bin eine Dupe. Das geht jetzt wieder auf. Oh Mann, ich hätte da Knoten drauf machen sollen. Uiuiui. Susannchen, was machen wir jetzt? Das war nicht gut. Ich mache ein bisschen Uhu drauf und hoffe aufs Beste. Naja, so. Das gucken wir uns von hinten jetzt einfach nicht mehr an. Das soll sich jetzt einfach mal da so ein bisschen verkleben. Vielleicht mache ich da noch ein Stück Stoff drauf. Dann haben wir mal wieder da irgend sowas rumgepfuschelt, aber wollen wir niemand erzählen, was wir da wieder für einen Schmuck gemacht haben. Ich hätte es ja. Heieiei. Oh, zieht das nicht mal. Ja, das ja, ist ja gut, dass wir das vorher verklebt haben, gell? Ich habe ja vorher diese Büroklammer mit dem Stoff sowieso schon mit Klebstoff verbunden. So. Das soll sich jetzt da festkrallen. Wir kümmern uns jetzt um vorne. So, das kommt jetzt drauf. Jetzt lege ich das nochmal so drum, damit das sonst das da irgendwo festhebt. Den Faden können wir benutzen. Machen wir dann nochmal einen Knoten rein. Ich und Knoten. Ich habe es immer noch nicht begriffen. Bin immer froh, wenn da irgend sowas dran ist. So, jetzt geht's los. Unser kleine Spitze, machen wir sie so rum, die da ist mir noch zu hübsch, die muss noch ein bisschen was mitmachen, so, jetzt ist sie verranzt, jetzt gefällt es der Mutti, und jetzt suchen wir da ein hübsches Knöpfle aus. Das hat dahinter ja so eine Öse. Also ich komme da oben definitiv da durch. Ich bohre da jetzt ein Loch rein. So, dann machen wir das Auge zu und durch. Ich bohre den jetzt da tatsächlich rein. Mach da jetzt ein Loch. Jesus Gott. Ich komme mir vor, wie wenn ich gerade was ganz Schlimmes mache. Ich weiß es nicht. So, kleines Loch. Kinder sind hoffentlich wieder im Bett. So. Den. Da ist er. Es gibt ja Knöpfe, da steckt mir jetzt da irgendwas durch. Die Dinger habe ich nicht. Das heißt, ich muss das jetzt da irgendwie vernähen, aber da vorne liegt er jetzt dafür schön flach. Seht ihr? Das wollte ich. Mir ist jetzt noch nicht klar, wie ich das dahin jetzt vernähe. Aber irgendwie vernähe kann das doch, oder? Ich vernähe das jetzt einfach mit dem Stoff. Also alle Näherinnen unter uns, die lasse ich jetzt wahrscheinlich an mir kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie man solche Knöpfe annäht. Ich werde das jetzt irgendwie da mit dem Stoff vernähen und gehe dann halt da durchs Loch durch. Also ich nehme immer ein bisschen Stoff mit, wie gesagt. Dann gehe ich durch die Öse. Und das machen wir jetzt ein paar Mal. Dann müsste das Schätzle fest sein. Den habe ich schon ewig. Und ich habe immer gedacht, oh, jetzt ist die Nadel draußen. Ich habe immer gedacht, ich weiß nicht, wie ich das festnähen könnte. Ja,
muss da wieder rein. Mal gucken, ob es so geht. Hoppla. Heute habe ich gute Augen. Perfekt. Der Glühwein hat oben doch geholfen. So, jetzt gehen wir da hinten noch ein bisschen durch den Stoff durch. Ja, das wird schon heben. Also es sieht jetzt echt ein bisschen bescheiden aus, das gebe ich jetzt echt zu. Aber es erfüllt den Zweck, ne? So. So. Feierabend. Ist der Kegel gepflegt? So sieht's aus. Also ich finde es goldig. Und diese Büroklammer, die ist total süß. Ja, Stoff mit Büroklammer. So, jetzt holen wir mal ein Junk Journal und probieren das mal direkt festzumachen. Einen Moment. Oh, mein Schätzele. Wir haben schon lange nichts mehr miteinander gemacht. Ich habe jetzt hoffentlich mal Zeit, jetzt wo Weihnachten ist, mal ein paar Minuten für mich zu finden und da irgendwo mal was drin zu machen. Schon ganz lang nichts mehr passiert, leider. Jetzt machen wir da etwas fest. Habe ich so einen Briefumschlag aus so transparentem Papier gemacht. Und wenn ich jetzt das hier festmachen möchte, schauen wir mal, ob das geht. Unsere Büroklammer. So. Das funktioniert. Ist jetzt ein bisschen viel los hier, aber es erfüllt den Zweck. Da können wir einfach irgendwelche tolle Sachen festmachen. Ich glaube, das war das kürzeste Video der Welt heute. Aber ja, das ist meine Umsetzung. Büroklammer mit Stoff. Kurz und schmerzlos. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch mal sowas mache. In der Art. Das legen wir mal auf Zeit. Vielen Dank für die Idee, liebe Gabi. Ah, jetzt haben wir das noch gehabt. Ein Täschchen aus Stoff. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ich muss gerade mal die Nadel kurz wegmachen. So. Ein Täschchen aus Stoff. Man kann ja überlegen, man kann ja zum Beispiel das hier ist ein Täschchen, relativ. Das können wir mit Papier ja auch machen, das kennen wir ja. Papier umknicken, da näher und oben quasi so eine Lasche hinmachen und das Täschchen fertig. Und das kann man hier so festmachen. Und wie gesagt, da kann man ja einen Euro oder irgendwas reinmachen oder so einen Chip für den Einkaufswagen. Super Sache. Diese Befestigung könnte man ja theoretisch oben hin machen, dann haben wir es gerade. Oder wenn wir über eine Büroklammer oben hin machen, so, dann haben wir unten ein Täschchen. So stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und sowas probieren wir jetzt noch. Wir brauchen Stoff. Und zwar, da habe ich noch das Band rumliegen. Das ist ein bisschen aber arg dünn. Ich gerade mal gucken. Doch, das ging. Probieren wir es mal. Nehmen wir mal einfach mal so ein Stück Band. Okay. Also, jetzt denken wir uns mal, wir haben keine Nähmaschine, weil es hat nicht jeder eine Nähmaschine. Darum benutze ich jetzt da ein bisschen Klebstoff. Ich tue mir den Rand ein bisschen einbiegen, dass mir das nicht ausfranst, weil das ist natürlich ein Band, das gern ausfranselt. Darum mache ich mir jetzt da oben mal quasi einen schönen Abschluss. Sehen wir. Das kannst du zumindest mal da oben nicht mehr ausfransen. Das ist dann da, wo man die Tasche benutzt. Der Eingang sozusagen. So.
Und das machen wir mit, mit dem Gegenpart auch, dass das auch nicht mehr ausfranzeln kann. Ganz dünn. Muss man ein bisschen geduldig sein mit so flüssigem Klebstoff. Das muss natürlich, braucht halt kurze Zeit, um dass es ja, sich da verbinden kann. Gell? Ups, muss ich nicht gleich hinschmeißen. So. Ja. Jetzt machen wir da ganz einfaches Täschle. Wir gehen da hoch. Und später, ich knick das jetzt mal und es gibt später quasi die Lasche. Jetzt knicken wir das mal ein bisschen. Oh, also warum mache ich immer alles krumm und schief? Ich weiß es nicht. Leute, das ist ja schon furchtbar. Ich habe wahrscheinlich einen Knick in der Optik oder so. Das kann natürlich schon sein. Ich muss jetzt seit neuestem immer Brille tragen oder hauptsächlich komme ich noch gar nicht mit klar. Ich habe so schlechte Augen. Mit 10 Dioptrien ist das echt ein Problem. Aber ich vertrage gerade meine Kontaktlinsen immer so gut. So. Hier nehmen wir da ein bisschen Farbe. Da könnte man ja jetzt diesmal... Entweder machen wir es mit einem Faden, den man gar nicht sieht, oder wir machen es mit einem Faden, den man so richtig brutal sieht. Dann brauchen wir natürlich aber auch eine andere Nadel. Rosa ist nichts, der da ist toll. Den liebe ich sowieso. Also müssen wir eine andere Nadel holen. Sollte man jetzt natürlich auch irgendwas jetzt hinmachen, was nett aussieht. Gerade überlege. Machen wir Lagenlook. Kennen wir das noch? So, jetzt machen wir da ganz wenig nochmal drüber, wo jetzt die Spitze sich dran festhalten darf. Mal noch gucken, wie rum. Ich glaube, so rum. So. Voll süß. Sieht man kaum, aber wir wissen, dass dran ist. So, jetzt machen wir das Täschle zu. Da müssen wir noch irgend so Perle hinmachen. So. Und dann machen wir jetzt für meine schönste kleine Perle was hin. Gerade davon einmal irgendwie so an dem Ding entlang. Also ich nehme da immer eine Perle auf, fahre zurück. Jetzt hat sich jetzt verhudelt. Ja, das stimmt da jetzt wohl nicht. So, bis zum Knoten müssen wir. Und jetzt komme ich wieder da raus an irgendeiner anderen Stelle. Damit tun wir natürlich auch noch mal das schön festnähen. Das Stöffle, was wir da hingemacht haben. Und die Spitze natürlich. Und diese Lasche wird jetzt quasi ein bisschen schwerer. Und das hilft dann hinterher, dass die auch zu bleibt. Weil die dann einfach ein bisschen Gewicht hat. Und es sieht halt auch einfach, finde ich, sehr hübsch aus. So, wieder so eine schwarze. Ja, und jetzt sind einige Projekte diese Perle sehr. Ich liebe die einfach, muss ich sagen. Und ja, ich finde, weil die so klein sind, die sehen einfach toll aus, wenn die da irgendwo so zum Einsatz kommen. Und bei denen speziell weiß ich halt, dass die meine Oma getragen hat. Die hat immer
gern Schmuck getragen, wirklich schöne Sache. Also ich habe den Schmuck bekommen, die hat viel auch Modeschmuck getragen, aber so schöner Modeschmuck irgendwie. Also nicht so billiger, sondern richtig schöner, dekorativer Modeschmuck hat sie getragen. Und ja, die Kette, da habe ich noch ganz viele und dann muss ich mal gucken, was ich damit mache. So, seht ihr? Jetzt sieht es ganz nett aus. Ja, und so schnell ist jetzt dieser Dezember rumgegangen, fast, gell, ist ja Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, wie das Jahr vergangen ist, wie schnell dieses Jahr vergangen ist, man kann sich es nicht vorstellen. So, jetzt haben wir da ein kleines süßes Täschele. Und jetzt machen wir das noch an eine Büroklammer dran. Jetzt müssen wir die da durchbringen. Machen wir das gleich lang, bringe den Stoff zusammen und jetzt wird er einfach oben ein bisschen fest genäht. So, das probieren wir jetzt mit unserem Täschle zu verbinden. Dann müssen wir halt euch überlegen, wie weit ihr wollt, dass das da hinten rausguckt. Das sieht hinten echt so aus. Ich finde es total süß. Und dann machen wir da auf. Und ich fange jetzt hier von innen an. Da weiß ich, da ist diese Kante. Und an dieser Kante entlang nähe ich das jetzt fest. Also ich würde mal sagen, das ist das kleinste organische Täschchen der Welt. So. Den Zipfel dahinter, den können wir kürzer schneiden. Ich glaube, ich nehme mal eine große Schere. Also von hinten gucken wir es ja nicht an, wir gucken es von vorne an. Und von vorne ist es eigentlich sehr süß. Machen wir da diese Fädel noch weg. Das da. So. Und was man jetzt da reinmacht, keine Ahnung. Also ein Chip für die Einkaufswagen nicht, weil das nutzt uns im Junk Journal ja nichts. Aber man könnte vielleicht so eins da drin verstecken für den Fall der Fälle, wenn man was annähern will, das guckt jetzt da raus, ist zu groß, aber irgendwas oder ein kleiner Knopf oder irgendwas Nettes könnte man da reinmachen. Und jetzt testen wir das Ganze. So. Also entweder mit dem süßen Büroklammerle. Und schon ist das fest. Fliegt nicht mehr raus. Es ist dekorativ und ihr könnt da irgendwas dran festmachen. Und da könnt ihr jetzt noch irgendwas festmachen. Vielleicht könnt man da noch mehr kleine Büroklammern oder irgendwas reinmachen. So zum Beispiel, zack, ein paar Büroklammern rein. Und hat das Ding auch noch einen Sinn und einen Zweck. So. Ich glaube, ich werde da noch ein Magnetle dran festmachen, weil mir geht es zu arg auf. Oder ich muss da mal irgendwie ein bisschen drüber bügeln, dass das da ein bisschen Ärger zu bleibt. Aber so sieht es aus. Und ob ich das da unten hin mache oder da oben, ich habe es jetzt da unten hin gemacht, dass man da die Karte noch gut sieht. Ja, das war die Möglichkeit. So eins oder so eins. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist vielleicht eine kleine Anregung wieder gewesen für euch. Und in diesem Sinn, feiert schön Weihnachten. Lasst euch schön beschenken. Es gibt tausend Möglichkeiten. Im Junk Journal Bereich kann man immer irgendwas brauchen. Gell? Stempel oder irgendwas. Oder Stanzmaschinchen. Oder. Uiuiui. Ja, da fällt euch sicher was ein. Also, in diesem Sinn,
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.